Wir haben Pfister, aber jetzt hier an der Medienkonferenz vom Tierschutz zum Thema Schweinehaltung. Was ist dein Fazit? Hast du das Gefühl, Schweinehaltung ist hier einigermaßen ironisch weggekommen oder ist die Politik zu harsch ausgefallen? Nein, ich denke, es war ein guter Dialog. Es hat wieder einmal gezeigt, dass wir einen Haufen gemeinsame Interessen haben, wo wir zusammen miteinander verfolgen können. Und die Differenzen, die wir haben, die können wir miteinander am Tisch diskutieren. Da bin ich bereit dazu. Was sind die grössten Differenzen? In der staatlichen Förderung. Also der Tierschutz ist mir einfach noch zu fest auf der Schiene, dass wir die staatliche Förderung, sprich Direktzahlungen, dass man die Schienen allein fährt. Ich habe ganz klar die Meinung, dass der Konsument sich auch beteiligen muss an diesen Kosten und sprich einen Mehrpreis für die Haltungsformen muss zahlen, bereit sein zu zahlen. Weißt du, das kann man durchsetzen. Das Label-Anteil ist ja immer zurückgegangen und es wird viel Labelfleisch konventionell verkauft. Kann man da irgendwie davon ausgehen, dass sich das wird verbessern wird? Eben, es braucht Anstrengungen, das ist heute auch gesagt worden. Und dort haben wir wieder Gemeinsamkeiten, dass wir den Detailhandel drängen, dass sie das wieder mehr pushen. Es braucht Aufklärung beim Konsumenten. Aber nicht mit überidealisierten Bildern. Genau, genau. Mit realistischer Darstellung. Genau, mit realistischer Darstellung. Und auch, was eben auch sehr schädlich ist, wenn man dann einfach nur immer schwarz-weiß, also nur negativ, ein paar schwarze Schafe von uns an Pranger stellt, weil der Konsument dann wirklich das Gefühl hat, das stimmt ja gerade gar nicht. Aber das ist heute auch hier nicht gesagt worden vom Tierschutz, das begrüße ich sehr. Eins, was gefordert ist, ist unter anderem das Verbot von Arbeitsteilung, Fährli-Produktion. Was meinst du zu dieser Forderung? Ja, das ist eine weitgehende Forderung. Oder? Es hat sich jetzt etabliert in der Schweiz, es funktioniert gut, es hat Vor- und Nachteile, sicher auch, es hat aber auch Vorteile. Und Nachteile, die kann man von mir aus gut genau hinschauen und dort noch Verbesserungen wünschen. Ein Verbot geht mir zu weit, ganz klar. Merci vielmals, meine Hand, noch einen schönen Tag. Merci.